Bist du soweit? Findest du nicht etwas langweilig, wenn ich nur ein Video laufen lasse? Könnte ich vielleicht auch ein Experiment machen? Das ist viel zu gefährlich. Remo, das ist weißer Phosphor. Das ist normalerweise in der Bombe drin. Das ist ein letzter Restbestand, den ich nachher aufbewahre. Früher, oder? Früher habe ich also ein Stück genommen und mich mit einer Kleidung an die Wandtafel geschrieben. Das war immer ein magischer Moment, oder? Meine Schrift hat plötzlich angefangen. Da haben sogar die Mädchen einmal romantische Gefühle gehabt. Ja, aber heutzutage ist so etwas streng verboten. Also mit Phosphor Experiment zu machen im Unterricht. Und wenn du die präsentierst, geh ganz vorsichtig. Nicht gehen lassen. Also. Du sagst einfach, wenn man nicht zutraust, dass ich mal eine Woche für dich übernehme. Ja, Remo, weißt du. Du bist mir also noch viel lieber als der komische Satzlehrer, den die Lea für mich auftrieben hat. Also ich finde die Weiterbildung super. Es ist wichtig, dass wir Lehrer auch ab und zu dazu lehren. Ja, das Problem ist ja mal einfach die Ersatzlehrer, die dann einmal übernehmen. Ja, Lehrermangel halt. Da musst du froh sein, wenn du überhaupt irgendjemanden findest. Komm her. Action! Ja, das ist halt schon immer wieder ein Problem. Schülerinnen verlieben sich regelmässig in mich. An der aktiven Lehre passiert das halt. Aber ich gehe da sehr professionell damit um. Das hättest du nicht gedacht, dass die Kaffeemaschine vor der Lea aufgibt? Ja, wir haben sie unterschätzt. Und unsere Wette haben wir auf alle Fälle alle verloren. Normalerweise geht dann ins Casino, also ich. Aber keine Angst, wir zwei teilen uns den Pott. Muss ja niemand erfahren. Achtung! Ah, guten Morgen. Morgen. Morgen, Herr Schell. Buenos dias. Ruth. Ich bin Jasmin. Miguel. Ah, du bist in dem Fall Vertretung für den Jonas. Sí, sí, maestro reemplazo. Ersatzlehrer. Sí, sí. Ah, der Miguel. Ja, da merkt man sofort, dass das ganz ein fähiger Lehrer ist. Ich meine, dass er nicht so gut Deutsch kann, das macht ja nichts. Schließlich unterrichtet er nur Mathe und Naturkunde. Aber ich habe das Gefühl, dass er meine Tochter besser motivieren kann als der Jonas. Du, der Vicar, der Miguel, ist noch ein schöner, hä? Du musst schauen, in den werden sich die Schülerinnen reihenweise verlieben. Ach, wenn ich es nötig hätte, mir nur ein bisschen Mühe geben, würden sich gerade so viele mich verlieben. Also, der Miguel ist jetzt also schon noch ein bisschen knackiger als du. Ach, Armin. Das ist wirklich keine Ahnung. He? Frauen stehen doch nicht auf so Bübli wie der Miguel. Die wollen mal mit Lebenserfahrung, ich sag das. In dieser Schule könnte ich dann immer noch ihre haben. Bitte mir. Ich habe es doch nicht nötig, mir irgendetwas zu beweisen. Der Miguel ist wieder Kaffee da. Am Anfang schmeckt er noch ganz gut, aber ist halt instant. Der Remo ist herrlich. Es gibt nichts Einfaches, als ihn in irgendwelche peinliche Wettbewerbe hineinzutricksen. Und dann kann man zuschauen, wie er sich wieder blamiert. Sie, können Sie uns nach Schulschluss Geometrie noch genauer erklären? Ich bleibe gerne noch etwas länger. Sí, sí, claro, claro. Hallo zusammen. Hallo Remo.
Luna, kann ich euch helfen? Nein. Der Herr Cardoso hilft uns schon. Also dann, bis später. Bis später. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao zusammen. Schon interessant, wie schnell das geht. Der Miguel hat schon Liebesbriefli in seinem Lehrerfächli. Für Herr Cardoso. Keine Weltliteratur. Aber immerhin statt Ü-Pünktli zwei kleine Herzli. Für Herr Cardoso. Der Dabo ist mir heute wieder so auf die Nerven gegangen. Wie machst du das einmal mit ihm? Hast du doch keine Musik? Ich zahle ihm Schutzgeld. Was? Ja, also 50 Rappen auf die Stunde, dafür nervt er mich nicht. Das ist total unprofessionell. Ich sehe das pragmatisch. 50 Rappen ist ein hure guter Preis, wenn ich dafür eine easy Schulstunde habe. Ja. Am Ende des Tages müssen wir Lehrer anschauen, dass unser Job nicht auffrisst. Ich finde es schade, dass du so abgelöscht bist. Schau mal den Miguel. Bei ihm merkt man, wie gerne er Lehrer ist. Kommst du auch noch mit dem Miguel hinführen? Remo, bist du nicht so? Bist du eifersüchtig? Ich? Ha, sicher nicht. Stunde fast an. Muss gehen. Der Miguel. Was ist der schon? Naturkundelehrer? Hey, ich bin Musiker. 10 Uhr Pause, Free Concert, be cool and rock the school. Der Remo hat ja schon spässige Ideen. Ein 10 Uhr Pause Konzert. Der Remo. Ich würde sagen, Remo gegen Miguel, Runde 1. Dass Miguel heute mitsingen musste, ist ja schon okay. Aber eigentlich hat er mich einfach nur nachgemacht. Natürlich kommt das gut an. Teenage Love, oh Teenage Love. Teenage Love, oh Teenage Love. Stay original, sage ich dir dazu. Ruhig halten, bitte! Druckluft, schnell! Ja und? Wie sieht's aus? Tut mir leid. Ist gestorben. Dann brauchen wir jetzt möglichst schnell eine neue. Ja, die müssen wir euch aber selber kaufen. Neue Kaffeemaschine liegt im Jahresbudget nicht drin. Das kann doch nicht sein. Ja, ich kann auch nichts dafür, dass Armin sein Theaterstück so ein teurer Flop geworden ist. Lehrer ohne Kaffee. Kaffee ist doch die Grundlage von jedem Unterricht.
Viel wichtiger als Schulbücher oder Lehrpläne oder so. Und dann hat sie mir das Ding in die Hand gedruckt und hat gesagt, die beste Kaffeemaschine, die wir uns leisten können. Dann klemmt sie erst noch. Hallo? Moment! Remo gegen Miguel, Runde 2. Des Phosphors. Aber nicht desto trotz hochgiftig und hochgefährlich. Mein Assistent, Herzberg, präsentiert Ihnen jetzt den Phosphor. Remo, gar nicht kehren. Weißer Phosphor besitzt einige sehr interessante Eigenschaften. Er reagiert mit dem Luftsauerstoff. Das ist doch stinklangweilig. Chemie muss eine geile Pyroshow sein. Mit dem holst du die Frauen ab. Ja, die stehen auf so Typen, die gefährliche Sachen machen. Ich zeige euch jetzt mal richtige Chemie. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich. Aber keine Angst, ich bin da. Ich beschütze euch. Weißer Phosphor beginnt an der Luft zu brennen. Das ist ein richtig leidenschaftlicher Stoff. Und nun beginnt die wahre Magie. Wie von Zauberhand erscheint ein brennendes Herz. Anscheinend hat sich um den Phosphor eine kleine Kruste gebildet. Das ist jedoch kein Problem. Ich vergrößere einfach mit einem kleinen Messer die Oberfläche. Aber Remo, der Miguel hat doch gar nicht so einen dunklen Ton. Fresse. Remo, hättest du mir wieder mal eine Zigarette? Oh nein, was ist passiert? Nikotinkaugummis. Ich habe aufgehört zu rauchen. Nein, ich meine dein Gesicht. Aha. Chemieunfall. Aber es ist nichts Schlimmes, oder? Alles nur dran. Bei dir? Ich habe das Gestirn wegen dieser kaputten Kaffeemaschine nicht mehr hören. Du bist doch so kreativ. Die für dich ist schon lange die Lösung. Ich glaube nicht. Oh, ich wette schon. Remo, du bist der Beste. Danke. Als Leader gibt es ein einfaches Prinzip. Zuckerbrot und Peitsche. Wenn du deinen Untergebenen ein Geschenk machst, dann muss es auch ein bisschen wehtun. Armin, auch für dich die erste Kostprobe. Das ist... Entschuldigung, das ist ein verdammt guter Kaffee. Wow! Eine richtige Gastro-Kaffeemaschine. Unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ich habe einen Sonderdeal gemacht. Das ist ein Occasion-Modell aus dem Hotel von meinen Eltern. Die hält ewig. Aber finanziert haben die Maschine eigentlich ihr selber. Wie sind nochmal eure Wette gewesen, wie lange ich so dieser Schule aushalte? Ja, also die Meinung von Jonas erstaunt mich jetzt nicht wirklich, aber du ruht nur einen Monat. Und das, obwohl ich eine Frau bin. Ja, wie ich sehe, haben alle falsch gewettet. In dem Fall habe ich gewonnen. Aber ich teile ja gerne mit euch. Teilen. Und eine neue Maschine ist ja dringend nötig. Ich muss sagen, irgendwie ist das noch ganz clever von ihr. Sie nimmt unsere bitterböse Wette und schenkt sie uns wieder ein als guten Kaffee. Ja, ich muss mir das merken. Vielleicht kann man das mal in einem Theaterstück brauchen.
Armin, jetzt musst du hören. Lieber Remo, du bist so sexy. Ich liebe sie, deine Teenage-Love. Nicht schlecht, hä? Hat's noch mehr? Ja, schon sicher. Lieber sexy Rocker. Ich finde sie mega süß. Ihre Augen, ihre Lippen, ihre Nase. Was liest du meine Briefe? Remo, hast du meine Schrift nicht gekannt? Sehr lustig. Aber hier ist ein bisschen übertrieben, hä? Willi Schüler würde mir schon so etwas schenken. Lieber Remo, dein Konzert war super, dein grösster Fan. Moment, zeig mal. Der ist nicht von mir. Wirklich. Der ist echt. Was habe ich gesagt? Muss mir nicht mal Mühe geben, ich bekomme eine Liebesgitarre. Dein grösster Fan, wer ist das? Ja, das ist natürlich irgendeine Schülerin. Aber ich mache mir da nicht draus. Aber schön, dass die heutige Jugend noch so einen guten Musikgeschmack hat. Remo? Ah, Miguel. Lust auf eine Prosecco? Ist mein letzter Schultag hier gewesen. Also gut. Hast du manchmal auch Probleme mit Schülerinnen, die sich verlieben in dich? Ja, ständig. Das ist ein grosses Problem. Weißt du, ich kann Schülerinnen verstehen. Ich finde dich auch toll. Du? Ja. Ich bin deine größte Fan. Du hast das geschrieben. Ich hoffe, du magst Schokolade. Ja. Also wenn alle Frauen den Miguel so cool finden und er mir einen Liebesbrief schreibt, dann ist das ja einfach ein Kompliment an mich. Du bist wunderschön. Super Musiker. Super sexy. Merci, du bist ja auch nur ein... Nein, sind Sie schwul? Nein, nein, keine Angst, ich bin nicht schwul. Doch nicht Sie, der Herr Cardoso, denke ich. Grossartige Unterhaltung. Ich finde es schön, wenn ein Lehrer sich engagiert und ein bisschen Leben in die Schule bringt. Also ich finde es immer wieder erschreckend, mit was wir uns in unserem Alltag umschlagen müssen. Dabei sollten wir unseren Schülern eigentlich einen Weg zeigen in dieser harten Welt dort draussen. Ja, aber wenn ich da meine Lehrerkollegen anschaue, habe ich das Gefühl, die sind selber noch tief in der Pubertät stecken geblieben. Ach, die haben ihm doch einfach nur zugejubelt, weil er neben mir auf der Bühne gestanden ist. Ist ja logisch, findet sie ihn cool, wenn er mich nachmacht. Als Lehrer ohne Koffein zu unterrichten, das ist wie ohne Sauerstoff zu schnaufen. Was ist der Unterschied zwischen einem Junkie und meinen Lehrkollegen? Ja, meine Lehrkollegen haben dritte Woche Ferien im Jahr. Das ist noch lustig, gell?